Und damit begrüße ich euch wieder zu einer weiteren Runde von Child of Light. Und muss mich leider im Vorfeld entschuldigen. Die letzte Folge, die ich gespielt habe, war leider von der Aufnahme her hundsmiserabel. Ich werde sie trotzdem hochladen und habe auch den Fehler gefunden, habe den Fehler behoben. Ja, jetzt sollte es doch wesentlich besser mit der Aufnahme klappen. Und ich hoffe, es bleibt fehlerfrei. Und ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschlossen, das Ganze mit Maus und Tastatur zu spielen, weil ich gerade, wie ich die Aufnahme getestet habe, feststellen durfte, dass es doch so viel einfacher geht. Weil ich so mit der Maus gerade den Glühwurm hier spielen kann und mit dem Pfeiltasten ganz easy Aurora steuern kann. Und das macht es mir doch einiges einfacher. So, hier nehmen wir natürlich jede Menge Heal-Kram wieder mit. Ja, was weiß ich gerade, wo gelandet ist. Okay. Hier sind wir einmal durch. Und ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Ich finde, es ist eine sehr schöne Geschichte, die hier erzählt wird. Die aber noch so viele Rätsel aufwirft. War doch gerade... Ja, genau. Und das muss sich ja alles irgendwo klären noch. Zwei ungeschliffene Saphire und ein Troll. Ja, ein Troll. Bitte troll mich nicht. Sonst muss ich mich trollen. So. Wo sind jetzt die Lichtkugeln? Habe ich die schon eingesammelt aus Versehen? Ach, da sind sie. Ja. Ah, okay. Geschliffene Saphir. Sehr schön. Dich will ich jetzt auch einfach nicht angreifen. Ich habe keine Lust zu. Ein oder zwei Antidot. So viele Kisten hier. Drei ungeschliffene Rubine. Erwartet mich irgendwas Großes? Kommt jetzt gleich irgendwie der große Totschläger? Oder warum kriege ich gerade so viel? Okay, hier haben wir wieder. Ah, den können wir ausschalten. Zack. Und einmal. Achso, da muss ich selber ran. Sehr schön. Ich glaube, wir sind eigentlich im total falschen Gebiet, weil eigentlich hatten wir ja vor, von dem Jurosvater in die Hütte zu gucken und da die Monster zu beseitigen. Also das war so eigentlich der Plan, aber die Neugier hat uns dann doch hierhin getrieben. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Ja, das wissen wir immer noch nicht. Ich will irgendwas... Frames? Lass mich nicht im Stich. Frames? Ich muss das kurz überprüfen, bin sofort wieder da. Nun gut, das war ein ganz kurzer Cut. Scheint aber doch so zu funktionieren. Warum das jetzt auf einmal Probleme macht, kann ich mir tatsächlich nicht erklären. Wer treibt sich herum auf meinem Lande? Kommt schon her, ihr kleinen Bande. Oder ihr kleine Bande. Ja, dann komme ich mal. Na? Madame Chapilli, bitte verzeihen Sie. Einen Weg zum Tempel in den Wolken suchen wir. Bin keine Madame, keine Sie. Ich gehöre nicht zu den Stadt Capilli. Hör nicht auf dem Minzfresser. Vertrau nur ihr. Vertrau nur mir. Hast du dir mal gefragt, warum schmeckt so kalt? Die sagen nichts. Die sagen's nicht. Aber ich hab'n Verdacht. Danke für die Warnung, doch muss ich gehen. Warte, ich sehe, du hast Ukuli mitgebracht. Ich geb dir welche. Willst du dir schützen? Hier ein kleiner Tipp, er könnte dir nützen. Zu mächtigeren Vereinen kannst du sie. Probier's aus, find es heraus wie. Du kannst sie auch schenken, denn wem du vertraust. Zu teilen würde ich dir empfehlen. Nur raus hier, junger Hüpfer. Mehr werde ich eh nicht erzählen. Ja, das mit den Steinen? Oh, da gab es 6 ungeschliffene Saphire, das ist sehr nett. Aber das mit den Steinen haben wir schon rausgefunden, gute Frau. Können wir dein Haus plündern? Hinauf in die Stadt der Bolmus Populi. Aha. Rechts in den Mathildeswald. Zu dem wir eigentlich noch wollten. Da können wir auch, ich glaube, per Schnellreise, sobald wir den nächsten Spot haben, auch... Was? Was? Da spuckt die Feuer. Boah. Na gut. Einmal handeln. Ja, wie kann ich das? Ah. Ja. Ich will die Feuerspiele so schnell wie möglich weg haben.
Okay, die wird auch gleich attackieren. Vielleicht sollte ich ein bisschen klüger handeln. Jawohl, feuerresistent und gepanzert, aber trotzdem gelähmt. Aber gut, dass er sich jetzt geschützt hat. So. Gleich nochmal ein Druff hier. Noch ein Lichtstrahl für die fiese Spuckspinne. Boah, kritisch mit 212 Schaden. Achso, ich sollte vielleicht den hier blenden. Oder noch ein bisschen Licht einsammeln. Yep. Sehr gut. Und ein Objekt gefunden, ein ungeschliffenes Markt. So muss das sein. Wie reizend, ein Karnevalsclown. Noch nicht, aber ich gehe zum Zirkus, um dort zu leben. Und wie stark bist du? Ich wette, du könntest eine echte Dame hochheben. Zeig mir eine und ich mache einen Test. Ein Versuch, ihr müsst ihr vergeben. So, da war einmal Heilung für uns dabei. Huch. Ist hier oben noch irgendwas? Nein? Ist noch Wasser, was einfach so vom Himmel kommt? Das muss ja aus der Stadt vielleicht kommen. So. Oh, das ist aber eine Nase und ein Mund und eine Hand und... Da gehe ich wieder. Das ist mir doch ein wenig heikel. So, aber hier unten komme ich auch nicht weiter, ne? Das ist zwar eine Nische, aber ich habe da... Gehe ich, glaube ich, in den Bauchnabel von diesem guten Herrn da oben. Ah, okay, da komme ich tatsächlich rein. Oha! Wo geht's hier denn? Uah, Feuer ist nicht gut. Uah, Feuer steigt doch. Also nicht Feuer, sondern die Lava. Ich hoffe, die hört auch irgendwann auf zu steigen, weil sonst habe ich gleich echt ein Problem. Okay, sehr gut. Auf! Ja! Ah! Muss hier durch, muss hier durch, muss hier durch. Muss hier weg, muss hier weg. Mach hier auf! Lava kommt! Und ein ungeschliffener Amethyst. Und hier drei ungeschliffene Rubine. Ich habe das Gefühl, dass die Lava uns immer noch folgt. Einmal den Hebel hier. Okay, hier geht's wieder. Was? Echt? Das war alles? Ja gut. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Gab ja ein paar nette Sachen. Deswegen ist das schon okay. So, jetzt bin ich hier in dem Bauchnabel von dem Großonkel, der da oben war. Ich will aber... Sollen wir uns an den Großonkel mal hintrauen? Kommst mal heiß mal. Mal gucken, was der so zu erzählen hat. Weil vielleicht hilft er uns ja. Hallo. Kann ich dich an der Nase kitzeln oder so? Nee, da kriegt er nichts von mit. Er scheint hier einfach zu schlafen. Aber hier ist noch eine Truhe. Mit zwei ungeschliffenen Rubinen. Eine Stadt. Wir müssen nur über diese Kuppe steigen. Die Bewohner werden uns den Weg schon zeigen. Ja! Von Mäusen und Magna. Ist ja nett. Um des Profits willen kann man sterben. Doch möchte ich lieber um Maid Margaret werben. Mhm. Was sind diese Maid? Ist das etwa sie hier? Oder ist sie?
Gibt's was Neues vom Börsenparkett? Börsenparkett? Der Kursabsturz ist fast komplett. Oh, das sind Geschäftsmäuse. Aha. Hallo, die Damen. Der Wechselkurs macht mir wieder Sorgen. Man sollte heutzutage nichts mehr borgen. Hast du mal ein paar Rubine? Ist verschlossen? Okay. Oben gibt's auch noch Türen. Meine Geschäfte liegen brach ab und an. Ihr habt den roten Faden. Was? Ihr habt den roten Faden verloren. Besucht Adolfus, Lehre und Rat für jedermann. Ja, aber doch, wir nehmen deine Quest auch schon mal an. Werter Herr, wie läuft das Geschäft? Es gedeiht und floriert. Auf der Durchreise seid ihr? So könnte man sagen. Welche Art von Lektionen lernt man denn hier? Im Handel unterweise ich die Populi von 1 bis 4. Oh, wie schön. Zeigt ihr es auch mir? Dir? Tut mir leid. Das wäre verschwendete Mühe. Ihr habt weder Nase noch Ohr für diese Art von Dingen. Aber ich wäre doch so gerne dabei. Die Klasse ist voll. Fliegt fort auf euren Schwingen. Mein Herr, ich will euch beweisen, dass ich es kann. Ich verhandle geschickt. Nennt mir ein Ziel. Ha, kein Biss fürs Geschäft. Kein Riecher für den Deal. Nun gut, dann tut das Unmögliche. Ohne Beschwörung, Zauber oder Okuli müsst ihr verhandeln diesen Apfel in Gold. Allein durch den Handel mit Populi und Chapili. Ihr werdet scheitern, ich gebe euch mein Wort. Ihr seid kein Populi und jetzt fahrt und fort. Bisschen interpretiert gerade. Freihandel, Inventars, Taste und so weiter. Ja, wir können jetzt anscheinend mit den anderen handeln. Um einen goldenen Apfel. Und ich bin tatsächlich gewillt, einfach mal jetzt auch in die andere Stadt wieder zu gehen. Und in den Wald. Feennektar. Huch, okay, interessant. Um die Quests für den Jorosvater zu machen. Ah, okay. Aber es ist doch so interessant hier alles. Ungeschliffener Smaragd. Sehr schön. Na? Achso, ich dachte gerade, wir hätten wieder Frame-Einbrüche. Dabei sind wir mir die Treppe runtergerutscht. Bolmus sagt, entschuldigt die Störung, aber... Eure Hilfe ist vonnöten. Ist es ein Drache? Hat er eure Kinder gefressen? Sollen wir ihn töten? Aber nein, so kostspielig ist es nicht. Ich habe nur dieses Haus erworben, erst neulich. Es muss geputzt werden, vom Keller bis hinauf zum Boden. Doch ein paar kleine Tiere im Keller sind unerfreulich. Könntet ihr einen Ehrenmann davon befreien? Großer Ruhm wird eure Belohnung sein. Die Tür dürfte nun aufgesperrt sein. Geht nur direkt hinein. Na gut. Sehr nett. Bolmus Höhle. Hölle. Da nehmen wir natürlich auch noch die Truhe mit, aber erstmal hier die Pünktchen. Starker Zaubertrank. So, und nochmal hier die Laterne bimmeln lassen. Ist das nicht schön? Die kann ich ja echt... Nun gut, aber ich würde sagen, in die Höhle oder Hölle vom Bolmus gehen wir erst in der nächsten Folge rein. Und bis dahin müsst ihr natürlich gespannt sein und könnt ein bisschen rätseln oder diskutieren, was denn hier noch passiert in der Geschichte. Und abermals bitte ich natürlich auch die Leute, nie zu spoilern unten im Kanal. Das ist natürlich sehr fatal für die Leute, die nicht wissen, was ist. Ansonsten seid vorsichtig mit den Kommentaren, schreiben und auch lesen. Und ich sag bis zum nächsten Mal. And I'll be waiting for a sign, your car.